Draußen scheint die Sonne, davon bekommen wir hier nicht so viel mit, aber das Thema wollen wir aufgreifen. Bei mir ist Thomas Leitreiter von Solar Team Nord. Ist das richtig? Genau. Hallo, Herr Leitreiter. Schönen guten Tag, vielen Dank. Erklären Sie doch mal, was genau macht Ihre Firma? Was kann ich bei Ihnen bekommen? Ganz reduziert, ganz einfach. Sie bekommen von uns Solarstrom. Wir steigen Ihnen aufs Dach und wollen dort bei Ihnen auf dem Dach Solarstrom produzieren mit Photovoltaikanlagen. Lohnt sich das denn heute überhaupt noch? Ich glaube, häufig hört man ja auch, das bringt gar nicht mehr viel. Naja, es gibt viele Ansätze, wo die Leute meinen, in Spanien macht das mehr Sinn. Aber wir haben genügend Sonne, wie wir heute wieder draußen sehen. Also auch in Norddeutschland lohnt sich das sehr. Aber Sie sprechen wahrscheinlich die Solarförderung an und die Solarförderung spielt gar keine Rolle mehr. Durch die entsprechenden Preisreduktionen der letzten Jahre sind wir so günstig geworden, dass wir im Eigenheimbereich, also im Einfamilienhausbereich, Strom für unter 20 Cent produzieren. Und im gewerblichen Bereich vielleicht sogar bei 10 Cent landen. Das heißt, wenn man sieht, zu welchen Preisen wir heute Strom einkaufen beim Energieversorger, bei E.ON oder Co., sind das deutlich mehr. Im Einfamilienhausbereich zahlen sie deutlich über 25 Cent. Das heißt, es ist ein richtiger Vorteil. Aber Sie haben das gerade auch schon angesprochen, Solar Team Nord ist nicht nur für Gewerbe ein Ansprechpartner bei der Solarenergie, sondern Sie richten sich eben auch an den privaten Einfamilienhaushalt. Na, wir haben beide. Wir grenzen niemanden aus und sagen ganz klar, Einfamilienhäuser sind genauso wichtig. Die Energiewende bei Ihnen zu Hause sollten Sie selber durchführen. Sie können durch den Solarstromanlage einen Großteil autark werden. Mit Speichermedien noch zusätzlich können Sie bis zu 70% Ihres Energiebedarfs selber decken. Und der ist dann nicht mehr umweltunfreundlich, also sprich, er ist umweltfreundlich, sie macht sie unabhängig. Ja, in den nächsten Jahren werden die Energiekosten sicherlich steigen und kontinuierlich steigen. Insofern macht das sehr viel Sinn. Ja, damit haben Sie eigentlich gerade meine Frage beantwortet, wie genau ich davon profitiere, wenn ich die Solarenergie nutze. Ich weiß nicht, haben Sie noch was da hinzuzufügen? Ich würde das sagen, das war sehr auf den Punkt. Also ich würde zum Abschluss vielleicht sagen, alle, die es nicht machen, haben noch nicht verstanden, dass Solartechnik sich im Norden auch lohnt. Und ich lade alle dazu ein, zu uns zu kommen. Und wir erklären Ihnen das gerne und rechnen das individuell für Sie auch gerne aus. Das ist doch ein gutes Abschlussstatement. Wir hoffen auf jeden Fall weiterhin auf viel, viel Sonne hier im Norden. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Leitreiter. Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch.